Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Marx Flohmarkt. Und zwar müsste das jetzt eigentlich die letzte Folge für das Jahr 2019 sein. Deswegen wird es heute auch nochmal was richtig Schönes geben. Und ich werde versuchen, auch mehrere Leute hier mal mit einzubinden. Das heißt, es gibt mehrere Artikel. Aber bevor wir zu dem neuen Marx Flohmarkt kommen, lösen wir natürlich erstmal den letzten Flohmarkt auf. Hier hatte ich eine USB 3 Steckkarte für den PC und wer diese bekommt, das erfahrt ihr natürlich wie gehabt unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung. In den ersten Zeilen müsstet ihr den Gewinner finden. Wenn du dich jetzt hier gesehen hast oder du hast mitbekommen, dass du hier gewonnen hast, ich werde dich übrigens auch nochmal anschreiben per Kommentar, dann nimm bitte so schnell wie möglich mit mir Kontakt auf, natürlich über meine E-Mail-Adresse, diese findest du auf meiner Homepage, und teile mir eine gültige deutsche Postadresse mit. Dazu gehört natürlich auch ein Name. Wenn kein Name mit dabei ist, ich muss es immer wieder sagen, kommen die Pakete zurück, da die Post immer einen Namen braucht, um das Paket übergeben zu können. Das sind halt einige Postbeamte sehr stur und schicken dann wieder gnadenlos zurück. Also bitte nur eine komplette Postadresse mir mitteilen und dann kann ich das Paket so schnell wie möglich losschicken. Wenn du das nicht schaffst, innerhalb von 7 Tagen verfällt dein Anspruch auf die Karte und ich entscheide weiter, was ich damit mache. Aber nichtsdestotrotz habe ich heute auch wieder was Schönes für euch. Heute ist es aber auch wieder sehr wichtig. Schaut bitte auch hier nochmal vorher unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich einige Regeln und Bedingungen festgelegt. Wir sind in Deutschland. Es ist leider so, in einer Auslobung müssen solche Bedingungen festgelegt werden. Lest diese euch durch, auch die DSGVO. Und nur wer diesen Bedingungen zustimmt, kann hier mitmachen. Ich muss es immer wieder betonen, da das viele immer wieder vergessen. Aber die Gesetzlage ist leider so. Ich kann nur Personen was aushändigen, wenn sie mir hier die Teilnahme bestätigt haben. Sonst muss ich euch leider überspringen. Okay, was habe ich denn heute Schönes für euch? In einem meiner letzten Videos, dieses findet ihr übrigens, wenn ihr hier oben auf das i klickt, habe ich euch einen Bildschirm-Desktop-Rekorder vorgestellt. Mit diesem Bildschirmrekorder könnt ihr Windows-PCs oder Mac-PCs abfilmen, und zwar den Bildschirm abfilmen. Es handelt sich hierbei nicht um irgendeinen 0815 Bildschirmrekorder, sondern um einen richtig guten Bildschirmrekorder mit richtig vielen Funktionen. Diese habe ich euch ja in dem Video hier oben vorgestellt. Der Hersteller hat mir nun netterweise noch einige Lizenzen überlassen für diesen Bildschirmrekorder. Und das Schöne an der Geschichte, diesen Bildschirmrekorder gibt es ja in 2 Varianten, einmal für Windows und einmal für Mac. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr hier mitmacht, ihr müsst mir unten auch in die Kommentare reinschreiben, was für ein System ihr besitzt. Habt ihr einen Macintosh oder habt ihr einen Windows-PC? Dementsprechend kann ich dann den Gewinnern die richtige Lizenz geben. Denn ich habe 2 Lizenzen, also ich habe 2 Arten von Lizenzen. Einmal die Windows-Lizenz und einmal die Macintosh-Lizenz. Ich habe hier Lizenzen im Wert von deutlich über 300, fast 400 Euro zur Verfügung. Und diese kann ich nun unter euch verlosen. Das heißt, jeder, der jetzt hier unten kommentiert, meinen Bedingungen zustimmt und mir ein System nennt. Das heißt, habt ihr Windows oder habt ihr Mac-PCs? Kann hier mitmachen und wird dann auch bis zu diesem Einsendeschluss, oder ihr könnt bis zu diesem Einsendeschluss mitmachen, und nach diesem Einsendeschluss werde ich die ganze Geschichte auflösen und verlosen. Ich werde, da ich hier mehrere Lizenzen habe, diese Verlosung per Zufallsgenerator durchführen. Das heißt, ich suche mir diesmal nicht die Personen aus, sondern werde hier stur per Zufallsgenerator die Gewinner ermitteln. Und dann dementsprechend auch unter den Kommentaren anschreiben, sodass sie mir schnellstmöglich antworten können. Und dann wäre es schön, wenn ihr mir dann eventuell, wenn ihr dann gewonnen habt, dann eure E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen könnt, sodass ich euch die Lizenz zusenden kann. Aber soweit sind wir noch nicht. Wie gesagt, wer diesen Bildschirmrekorder von PhonePow braucht, schreibt es mir unten in die Kommentare, inklusive Zustimmung, inklusive welches System habt ihr. Und dann könnt ihr hier dieses wunderbare Programm abstauben. Wie gesagt, ich benutze jetzt das Programm auf 2 PCs. Das hier ist einer davon. Bin sehr zufrieden mit dem Programm. Es nimmt wirklich gut auf. Man hat extrem viele Einstellmöglichkeiten. Man kann das Video danach sogar noch bearbeiten.
Wie gesagt, es ist eine schöne Lizenz, wenn ihr sowas braucht. Gerade als YouTuber kann man eigentlich solche Lizenzen nicht genug haben, besonders da es sich ja hier um eine Bezahlversion handelt und nicht gerade eine billige. So habt ihr dann, wie gesagt, ein sehr gutes Programm, um damit arbeiten zu können. So, wie gesagt, ihr wisst den Einsendeschluss. Bis dahin könnt ihr hier unten kommentieren und danach löse ich die Geschichte auf. So, da das jetzt wahrscheinlich der letzte Marx-Flohmarkt ist, werde ich mich hier schon mal von euch verabschieden und wünsche euch dann dementsprechend für die Zuschauer, die nur in diesem Marx-Flohmarkt hereinschauen, ein schönes Weihnachtsfest und eventuell auch einen guten Rutsch in das nächste Jahr, sofern wir uns nicht mehr sehen dieses Jahr. Aber ich werde auf dem Kanal hier sowieso noch einige Videos produzieren und werde eventuell auch nochmal ein Jahresabschlussvideo produzieren, eine Art Vlog, wo ich einfach mit euch ein bisschen über das Jahr reden werde und vielleicht auch ein bisschen überlege, was ich dann nächstes Jahr so auf meinen Kanälen weitermache. Nichtsdestotrotz war es das eigentlich erstmal für heute. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.